Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu The Wizards. Ein richtig, richtig, richtig cooles Spiel in VR. Ich spiele es mit meiner HTC Vive und wir spazieren gleich mal hier in unser trautes Heim. Zuerst gehen wir mal hier rüber. Es gibt insgesamt sechs Zaubersprüche. Diese drei hat man von Beginn an. Das ist ein Feuerball, das ist ein Schild und das ist ein Bogen. Den hier habe ich schon freigeschaltet. Das ist ein Blitz. Blitzstrahl, sage ich mal. Und diesen hier habe ich schon einmal aufgewertet. Ein Zauberpotenzial bis zum nächsten Token. Moment, jetzt könnte ich vielleicht den hier auch noch nehmen. Versuchen. Nein, kann ich nicht entsperren. Okay. Gut, ich würde sagen, wir starten mal ein Level. Hier sieht man eine Karte. Man schnappt sich hier dieses Ding. Hier sieht man, ich habe das erste Level oder die erste Ebene schon geschafft. Die Ruinen. Kieferwald ist eine kleine Stadt am Rande der alten Ruinen gebaut. Meisterschmiede, die hier leben, schaffen mit Hilfe der Magie aus dem Rift mächtige verzauberte Waffen. Das Ganze funktioniert gestenbasierend, das heißt, man macht eine gewisse Geste und kann somit diesen Zauberspruch casten. Ich habe hier herüben Runenkarten und kann mir somit meinen Run schwieriger oder einfacher gestalten. Hier zum Beispiel Härten 1, 50% mehr Leben. Hier haben wir Schwächen 1, minus 75%. Da bekommt man aber auch weniger Punkte. Und die hier habe ich gefunden. Härten 2 bringt, also hat mehr Hitpoints, aber bringt auch mehr Punkte. Ich lasse das mal hier so. Und wir starten mal das zweite Level hier, Stufe 2. Hier gibt es gewisse Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, um Tokens zu erhalten zum Upgraden dieser Spells. Gut. Dann starten wir. Okay, so sieht's aus. Hier unten sieht man immer meine Punkte. Get into Catacombs. Okay. Und das ist der Kreis rundherum ist sowas wie mein Health. Meine Health Bar. So, ich kann mich hier ganz normal bewegen. Ich kann auch teleportieren. Und die Gesten. Ganz normal. Hände so, rechte Hand einmal drehen, ist ein Feuerball, den ich hier verschießen kann. Zack, verschießen. Zum Beispiel hier nach oben. Und wenn ich hier eine Fahne treffe, oder auch nicht, genau, dann verbrennt diese. Das ist der erste Spell. Der zweite Spell ist ein Shield. Von hier rüberziehen ist ein Schild. Innerhalb kürzester Zeit kommt man sich wirklich vor wie ein Zauberer. Man castet das Schild, zack, Feuerball, oh, Feuerball und los geht's. Also das ist wirklich sehr intuitiv. Der dritte Spell ist ein Bogen. Hier rüberziehen, dann hat man den Bogen in der Hand. Von hinten holt man sich den Pfeil und schießt und schießt und schießt und schießt. Der ist schon etwas mächtiger, allerdings nur begrenzte Zeit. Ebenso begrenzte Zeit natürlich ist der Blitzstrahl. Man macht zwei Fäuste nach vor und lässt aus. Dann hat man hier einen Strahl und kann hier für eine gewisse Zeit die Gegner quasi brutzeln. So, ich muss jetzt in die Katakomben. Jetzt starten wir mal.
Außerhalb der Kämpfe kann man sich teleportieren, so viel und so oft man will und so weit man will. Während der Kämpfe vermindert sich die Distanz, die man porten kann, zunehmend. Es gibt auch, erstens sieht es richtig cool aus, also wirklich cool. Zweitens gibt es viele zerstörbare Objekte, wie eben hier die Kisten und die, oh, treffen sollte ich halt auch, die Kisten und die Fässer und so weiter. Oder wenn ich hier mal irgendwo eine Statue sehe, funktioniert auch. So, gehen wir mal runter. I've heard outlandish stories about what lies beneath the ruins. None of it's ever confirmed. There was, however, proof of a burial chamber somewhere in the deep dungeons with an unmarked but ornate tomb. It might hold the remains of the legendary wizard that built this castle. But what do I know? Und der Sprecher ist auch sehr, sehr cool. So, also man sieht, die haben sich wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Hier ist zum Beispiel eine dieser Statuen. Zack, man sieht, oh, hätte ich das nicht machen sollen. Es ist alles Mögliche zerstörbar. Das hier auch? Ja, sogar das. Hier von diesen Dingen gibt es scheinbar in jedem Level 3 zu finden. Hat man alle drei gefunden, gibt es einen Skillpoint. Wir gehen weiter runter. Und auch die Gegner sind sehr schön animiert und richtig furchteinflößend groß. Hey, a floor button. What are those called again? Pressure plates? Traps? Well, one way to find out, yes. Ja, toll. Okay. Okay, und wow, und los geht's. Boah, das mag ich nicht, wenn die hinter mir spawnen. Ich muss da weg. Boah. So, das war mein Upgrade meines Feuerball-Spells. Die fangen zu brennen an. Und ja, das gibt Schaden über Zeit. Und vielleicht hat man es hier kurz gesehen, es war so Runensymbole hier zu sehen. Solange ein Kampf andauert, kann ich gewisse Grenzen nicht überschreiten. Das hier ist wieder genau was für meinen Geschmack. Das verschwindet gleich. Klopf, klopf, nein. Also es zahlt sich aus, ein bisschen zu erkunden. Daneben. Oh, das sieht nicht gut aus. Survive, ja, sehr gut. Okay. Have you ever played The Floor is Lava? Because I feel like the situation is becoming a little heated. Oh. Oh. Oh, The Floor is Lava. Jupp. Okay. Das meinte er. Das meinte er also. Hier kommt einer. Ah, schon wieder. Oh, hier auch. Hier auch, hier auch. Oh. Weg hier. Okay. Recht lange
Hier ist ein Symbol. Das gefällt mir nicht. Puh. Hier rüber. Da ist wieder einer. Ach, daneben. Das sieht doch momentan nicht so schlecht aus. Hallöchen. Upp. Es wird warm. Jawohl. Und wir haben es geschafft. Puh. Da vorne, das sieht gut aus. Das ist eine Sanduhr. Oh. Die füllt mir mein Health quasi wieder auf. Wenn ich das hier zerstöre, sieht man es hier, ich habe Health dazu bekommen. Oh. Okay, gehen wir mal runter. Schön langsam. We have stumbled into the Mage King's own resting place. Powerful people rarely rest in peace. We should be wary. Geht's hier noch weit runter? Nein. Kann ich da schon runter? Nein, so weit kann ich nicht. Aber ich kann so runter, wenn ich will. Hier hinten ist wieder eine Druckplatte, wo wir nicht sicher sind, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes bedeutet. Okay. Ah, hier oben. Das zeigt auch immer einen Ort an, wo ich mich hin teleportieren kann, wenn ich ihn erwische. Hier. Das ist eine, eine Kiste. Und hier vorne sieht man immer das Symbol, das man benötigt, um sie zu öffnen. Das heißt, in dem Fall brauche ich den Blitzzauber, den hier. Und somit öffnet sie sich und ich bekomme eine neue Karte. Und zwar Easy Prey. Nur ein Zeitsynchronisierungspunkt. Plus 2 Punkte. Wupp. Okay. Das Rote sieht mir irgendwie nach Falle aus. Oh. Ah. Ich denke, ich habe die Falle entschärft. Und die Grünen kann ich hoffentlich gefahrlos betreten. Okay. Oh. Wie sieht das jetzt aus? Ich muss wohl beide aktivieren. So eher nicht. Wie dann? Ich kann ja auch nicht hier was draufschmeißen. Ich kann allerdings hoffentlich irgendetwas hier in der Umgebung mir nehmen und dort drauflegen. Aber was bloß? Ich sehe hier nichts aufleuchten. Hier, das ist auch nichts. Und die kann ich nur noch, zerkleinern. Aber ich kann es nicht aufheben. Nein. Kann ich mir
von hier irgendwo etwas ausborgen. Nein. Hier oben war auch nichts, oder? Nur noch ein bisschen. Die Kiste selbst kann ich auch nicht nehmen. Ach so, und wenn ich mich einfach rüberporte. Ja. So doof. Okay. Das hier sieht mir wieder nach Kampf aus. What have we here? Oh. The portal. Let me see if I can sense where it leads. I'm sure you'll have company soon enough. So, wenn wir hier, genau, Statuen zerstören, werden diese aktiviert. Oh. Und? Genau, aktiviert. Zielen müsste man können. Okay, hier noch und hier noch. Das sollte es gewesen sein, oder? Enter the teleporter. Gehen wir mal hier runter. Ja, sehr gut. Hoffentlich nur von hier. Der sieht mir stärker aus. Komm. Oh, ich will. Oh, weg, weg. Ja. Wir versuchen uns hier kurz zu befreien. Wieso? Wieso kann ich nicht? Ich kann nicht. Okay, ich werde mal sehen. Wieso? Ah. Oh. Ich gehe mal hier rauf, weil hier habe ich noch mal was zum Heilen gefunden. Oh je, oh je. Okay. Oh, Riesenvieh. Oh. Puh. Puh. Okay. Weg hier. Da ist noch ein großer. Den versuche ich wegzubrutzeln. Mit dem Blitz. Auf und davon. Okay, doch nicht. Uhuhuhu. Ich habe schon gesehen, ich muss auf jeden Fall. Ich muss diese Geste hier mehr üben. Ich weiß nicht, das muss ich mir noch mal ansehen, wie das funktioniert. Naja. Mir fehlt auf jeden Fall auch noch der dritte Shard, der dritte Teil. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Nein.
vielleicht noch. Oh. Vielleicht auch nicht. Da geht's weit runter. Okay, bevor ich hier reingehe, nochmal kurz auf die andere Seite geschaut. Nö. Ja. Entweder habe ich es übersehen. Hier kann man zum Beispiel auch. Okay, vielleicht auch doch nicht. Die Fackeln im ersten Level konnte man anzünden. Langsam geht nicht. Schnell auch nicht. Oh. Na. Okay, dann rein hier. Oh, okay. Das war's. Ich habe 2 von 3 Scherben gefunden. Ja, leider, wie gesagt, den dritten nicht gefunden. Du hast ein Token und ein Token, um Erweiterungen zu kaufen. Hier sieht man auch eine Global Leaderboard. Ich habe 4775 Punkte und jetzt kann ich einen neuen Zauberspruch lernen. Das versuchen wir gleich. Und zwar kann man sich hier die Spells aussuchen, die man schon hat. Hier einmal draufgehalten. Beide Trigger halten und Geste wiederholen. Oh, das sieht cool aus. Das heißt, Hände so, drücken, so und so. Good work. You're all set to get back in the fight now. Nochmal. Die schießen zufällig. Arcane missiles will find your enemies and chase them. You can summon them after you've felled some foes with other spells. Das ist. Also die Geste ist auch extrem cool. Oh. So, nochmal kurz die hier angeschaut. Nochmal herzeigen. Beide Trigger halten und Gesten wiederholen. Zack und nach vorn. Jetzt geht's. Und dann kann ich zielen. Das ist zu weit weg. Und dann machen wir diesen. Das ist auch die nächste Frage. Nochmal? Nein, nochmal? Nein, geht nicht. Muss zuerst alles weg sein hier. Oh. Und dann kann man es nochmal machen. Okay, hier kommt man wieder zurück. Zurück zum Hub. Okay, und hier sieht man dann jetzt die neue Karte. Das müsste diese hier sein, Easy Prey. Man kann bis zu 2 aktivieren. Hier. Das, genau, 2,75, 3. Das wäre jetzt ein bisschen schwieriger. Also für mich wäre es eh schon schwierig genug eigentlich. Wir haben hier noch Harden 2, wenn wir wollten. Da haben wir jetzt plus 3,5 mal 3,75. Das hier ist ein extrem cooler Spell. Arcanim-Schuss, das erste Upgrade. 2 Kugeln bekommen mehr Macht. Wenn eine angefasst wird, bekommt eine andere zufällig ausgewählte Kugel diese Macht. Der Effekt geht verloren, wenn eine normale Kugel berührt wird. Okay, das werden wir versuchen. Das heißt, nicht einfach hier alle. Ah, das ist entsperrt. Nicht einfach alle berühren, sondern es sind 2 immer, die quasi stärker sind. Hier wäre das erste Upgrade Frostschaden. Werden anfälliger auf Angriffe für einige Zeit. Gut. Wir sehen noch ganz kurz, bis ich sterbe, das wird nicht lange dauern, in das nächste Level.
Zack, hier sieht man, ich habe zwei geschafft. Wenn ich das hier nehme, 2000, 4000 Punkte, das haben wir geschafft. Hier unten, da müsste ich auch noch mehr Punkte zusammenbekommen. Die habe ich nicht, weil ich hier eine der einfachen Karten genommen habe. Hier gibt es nur drei, oh, nur drei zu holen. So. I don't want to panic, but I think this is a trap. Whatever is happening here is giving me a headache. But I don't even have a head. Some terrible ancient power is being summoned. Jetzt weiß ich, was das bedeutet hat. Ich habe fast kein Health. Oh. Oh, 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 was ist das? Stoppe das Ritual. Oh. Okay. Oh ja. Ja, hallo. Töte den Wiedergänger. Ja, ich werde es versuchen. Oh, ist der groß. Kann ich dem hier irgendwie wehtun? Oh. Ja, ich kann ihm wehtun, ich kann ihm wehtun. Zack, 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 zack. Oh. Oh. Puh. Ja. Oh, daneben. Ja, wehtun, wehtun. Kein Problem. So, komm. Es wäre eigentlich gut. Wieso funktioniert der nie, wenn man ihn braucht? Ach. Wow. Ach nee, nee, nein, 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 nein. Ich hab keinen Gegner hier. Ja. Ah, daneben. Okay, da kann ich ihn nicht treffen. Puh, da kann ich nur verschnaufen. Okay, jetzt heißt's aufpassen. Hier rüber. Okay, hier rüber. Oh. Gegner. Oh, der lebt noch. Okay, und die Gegner kommen zum Glück nur von vorne. Oh, nein, 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 falsche Richtung. Ah. 1000 Punkte. Oh. Okay, das nächste Mal. Das nächste Mal packe ich ihn. Okay, das sind definitiv zu viele. Gut so. Ah, jetzt raus ins Freie. Und ein bisschen die Aussicht genießen. Oh. Die Aussicht genießen. Ja, sehen tut man.
Ja, auch nicht mehr. Okay. Ich würde sagen, mit diesem Panorama verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ein richtig cooles Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.